Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße dich, o mein Jesus, um dich in mit und durch die reinsten Hände Mariens würdig zu loben. Ich widersage alle Zerstreuungen, die mir während dieses Kreuzweges kommen könnten. Ich vereinige mich mit den jungfräulichen Leben Jesu und Mariens und Josefs, mit dem Sühneopfer Jesu heilige Kreuze, mit allen Heiligen und dem Kreuzesopfer, alle heiligen Messen der Welt. Ich lade dazu ein, meinen heiligen Schutzengel, den heiligen Tagesengel, heilige Erzengel Michael, die heilige Engel der Neuköre, die 14 Nothelfer, meinen Namenspatron, den Bruder Klaus, den heiligen Pater Pio, den heiligen Pfarrer von Ars, den heiligen Antonius, Hochwürden Pfarrer Augustinus Hieber, alle Heiligen, besonders die ungarischen Heiligen, die heilige Elisabeth, die heilige Margareta, den heiligen Stefan König und die Heiligen aus Deutschland, die heilige Adelheid, die heilige Lioba, den heiligen Bonifatius, alle heilige Priester. Ich möchte euch alle Armseelen mit einladen, mitzubeten, die im Fegefeuer seid, gerade in unseren, in meinen besonderen Anliegen, in der Familie, in Deutschlands Klöster, in Anliegen der Mutter Gottes. In meinen eigenen Verstorbenen, in allen unseren eigenen Verstorbenen Leben, unsere Verwandtschaft, mütterlicherseits, väterlicherseits und allen Menschen, die in gleichen Situationen sind, wie wir, du oder ich, Frauen und Männer und Kinder. Mütter und Väter und Gottgeweihten, Schwester und Priester, mögen alle diese armen Seelen Linderung oder Erlösung erfahren durch diesen Kreuzweg. Wir wollen auch die Anliegen dieser Welt mit einschließen, besonders für unsere und für die Bekehrung der Sünde. Für die Sterbenden, die das Sterbesakrament ablehnen, dass sie die Gnade bekommen, doch noch für das ewige Leben gerettet zu werden. Für die Kranken, für die Leidenden und für die ganze Welt. Und für die alle nicht ausgesprochenen Anliegen, diese Welt, heute, jetzt, besonders für die Priester und fürs Anliegen der Mutter Gottes natürlich in erster Stelle. Erste Station. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße dich, o mein Jesus, um dich in mit und durch die reinsten Hände Mariens würdig zu loben. Widersage ich allen Zerstreuungen, die mir während dieses Kreuzweges kommen könnten. Ich vereinige mich mit den jungfräulichen Leben Jesu und Mariens und Josefs, mit dem Sühneopfer Jesu, heilige Kreuze, mit allen Heiligen und den Kreuzesopfer heiliger Messen der Welt. Ich lade dazu ein, mein heiliger Schutzengel, den heiligen Tagesengel, heilige Erzengel Michael, die heiligen Engel der Neuköre,
die 14 Nothelfer, mein Namenspatron, den Bruder Klaus, den heiligen Pater Pio, den heiligen Pfarrer von Ars, hochwürden Pfarrer Augustinus Hieber, alle Heiligen, besonders die ungarischen Heiligen, die heilige Elisabeth, die heilige Margareta, heilige Stefan, alle Sühneseelen, die ungarischen Sühneseelen, heilige Galgozi Erzsébet und auch die deutschen Sühneseelen, die heilige Anna Henle und die Heiligen aus Deutschland, heilige Adelheid, heilige Bonifatius, heilige Lioba, alle heilige Priester, ich möchte euch alle armen Seelen mit auch einladen, mitzubeten, die im Fegefeuer seid. Gerade in unseren besonderen Anliegen, in der Familie, in unseren eigenen verstorbenen Leben und Verstorbenen unserer Verwandtschaft, mütterlicherseits, väterlicherseits und allen Menschen, die in gleicher Situation sind wie wir, du oder ich, Frauen und Männer und Kinder, Mütter und Väter und Gottgeweihten, Schwester und Priester, und mögen alle diese armen Seelen Linderung oder Erlösung erfahren durch dieses Kreuzweges, durch dieses Kreuzweg. Wir wollen auch den Anliegen dieser Welt mit einschließen, besonders für unsere und für die Bekehrung der Sünder, die Sterbenden, die das Sterbesakrament ablehnen, dass sie die Gnade bekommen, doch noch für das ewige Leben gerettet zu werden, für die Kranken, für die Leidenden, für die leidende Kirche und für die Welt und für die nicht ausgesprochenen Anliegen dieser Welt, besonders für die Priester, für die Gottgeweihten, für Deutschlandklöster und für alle Klöster der Welt, fürs Anliegen der Mutter Gottes natürlich in erster Stelle. Erste Station. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 14. April 1995, Karfreitag, Kreuzwegandacht. Die Mutter Gottes, wollt euch im Geiste mit mir vereinen, um so gemeinsam den qualvollen Kreuzweg zu begehen. Mein unbeflecktes Herz hat dabei in allem mit meinem göttlichen Sohn mitgefühlt und mitgelitten. Beim letzten Abendmahl hat Jesus sich ganz den Seinen übergeben, um sie, ihre Seele, mit seinem heiligen Leib und seinem göttlichen Blut zu nähren und aufzustärken. Jetzt zeigt er seine erlösende Liebe, weil er nicht will, dass von denen, die der Vater ihm anvertraut hat, auch nur ein einziger verloren gehe. Begleitet euren leidenden Heiland und eure schmerzhafte Mutter auf dem Kreuzweg. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, wie oft wählt ihr die falsche Halbwahrheit und wie oft stellt ihr mit Pilatus die Frage, was ist Wahrheit? Ob ihr wohl immer bemüht seid, die göttliche Wahrheit richtig zu verstehen, und ihr euch auch nach der einzigen Wahrheit richten wollt? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. In Wirklichkeit werdet ihr meinen göttlichen Sohn nur dann nachfolgen, wenn ihr Tag für Tag eure Kreuze auf die Schulter nehmt. Ja, nehmt eure Kreuze auf eure Schulter und durch meine mütterliche Hand und mein unbeflecktes Herz empfehlt sie dem himmlischen Vater. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem schweren Kreuz. Ihr alle sündigt, Herr Jesus Christus, wir beten dich an und lobpreisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr alle sündigt in vielem, ihr fallt auch hin, weil ihr schwach seid. Auch in eurer Hinfälligkeit wollt auf Jesus blicken, der aus Liebe zu euch, für euch, diesen so qualvollen Kreuzweg und schrecklichen Tod auf sich genommen hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer.
Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich war immer und in allem eins mit meinem göttlichen Sohn, weil die Liebe Gottes uns vereinte und der vollkommene Gehorsam zum Willen Gottes. Deshalb teilte mein schmerzvolles Herz sich mit seinen erlösenden Leiden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Traget einander die Last, nicht nur in einer Zwangslage, sondern geduldig und verständnisvoll und aus Liebe. Zu euren Brüdern und Schwestern, die eurer Hilfe bedürfen, wendet euch immer in Dienen der Liebe zu. Und wer ist es, der nicht eurer dienenden Liebe, eines verständnisvollen, ermunternden Lächelns bedarf? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Veronika ähnlich sollt auch ihr handeln. Trocknet das blutgetränkte, heilige Antlitz meines Sohnes ab. In euren Brüdern und Schwestern wollt ihm dienen, ihn lieben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, wenn ihr fähig wäret, eure Sünden wahrhaftig aufrichtigen Herzens zu bereuen, dann würdet ihr tatsächlich die wohlverdienten Früchte der Reue erzeugen. Bereut einer jede Sünde, ein jedes Versäumnis, jeden Fehler, jede Schwäche. Beweint eure Sünden und sühnt wegen eurer eigenen Sünden und die Sünden eurer Mitmenschen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station. Jesus bricht zum dritten Mal unter der schweren Last des Kreuzes zusammen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein schmerzhaftes Herz zerbricht vor Kummer. Mein göttlicher Sohn fällt erneut hin. Er steht auf, taumelnd, setzt er seinen Weg fort, weil er für euch diese schrecklichen Qualen auf sich genommen hat. Und ich leide mit ihm, vereint für euch. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer.
Amen. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Und in diesen Tagen begehen die Menschen durch ihre Unreinheit und unbeschränkte Sittenlosigkeit dieselbe Sünde wie damals, als man Jesus seiner Kleider beraubte. Durch das Verlangen des Fleisches und der Augen sowie durch den Stolz beherrscht Satan die ganze Welt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Dankerfüllten Herzens küsst die heiligen Wunden Jesu, damit die tödlichen Wunden der menschlichen Seele geheilt werden. Wollt aus dem Gehorsam Jesu bis zum Ende Kraft schöpfen. Die in der Liebe des Heiligen Geistes vereinigten Herzen Jesu und Mariens bitten für euch. Wie auch für eure Lieben, damit ihr vom Opfer, das Gott von euch erwartet, niemals zurückschreckt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein Eingeborener stirbt am Kreuze, um damit seine Liebe bis zum Ende zu beweisen. Auch euer Sühneleben muss zum Beweis eurer Liebe werden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Jesus wird vom Kreuze abgenommen und in den Schoß seiner betrübten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Meine lieben Kinder, ich bitte euch, ruht euch an meinem schmerzvollen und unbefleckten Herzen aus. Lasst zu, dass ich euer Leben, euer Schicksal, euer alles in meine mütterlichen Hände nehme. Damit einst mein göttlicher Sohn euch an der ewigen Glückseligkeit teilhaben lasse. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. 14. Station. Jesus wird ins Grab gebettet. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Den Leib meines göttlichen Sohnes betten sie in das Grab. Seine schmerzhaften und blutenden Wunden glänzen schon am dritten Tag, vom ewigen Licht erhellt. Meine lieben Kinder, folgt Jesus nach auf dem Weg der Leiden, der Liebe und des Opfers, damit ihr einst in das Haus des Vaters, in die ewige Heimat gelangt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.